Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist der 23.08.2018 und wir machen heute mal ein ICO Review. Ja, Ubicoin habt ihr vielleicht bereits gehört. Ich habe es auch schon gehört, habe mich aber nicht näher mit dem Projekt zusammengefasst. Ich wurde dann eben von Ubicoin kontaktiert und habe mir das Projekt wirklich sehr detailliert und sehr genau angesehen und dementsprechend habe ich mich auch entschlossen, dieses Projekt zu reviewen, da einfach die Grundbausteine eines erfolgreichen oder eines potenziell erfolgreichen ICOs für mich vorhanden sind. Ich möchte natürlich generell am Anfang auch sagen, das ist lediglich meine Meinung. Ich gebe auch meine Kritik ab. Ich bin hier irgendwie nicht gesponsert, dass ich irgendwie welche Meinungen vertrete, die nicht meiner tiefen inneren Meinung entsprechen. Das ist wirklich lediglich ein sachliches Review, da ich das Projekt wirklich an sich cool finde und da es wirklich auch ein Problem löst, nachdem ich schon länger suche. Und darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Und deswegen habe ich mir aus diesem Grund auch gedacht, dass ich das Review mache. Denn ich habe mir vor knapp einer Woche oder vor knapp zwei Wochen war das erste Mal wieder, ich habe das schon öfter gehabt, die Überlegung, gedacht, ich würde jetzt gern die Kryptos, die ich jetzt hier auf dem Wallet habe, nicht erst in Fiat wechseln, um mir dann einen neuen PC zu kaufen, weil ich konkret einen neuen PC kaufen will. Ich hätte gern einen Marktplatz oder ähnlich wie Amazon, natürlich wäre das ein wenig utopisch, wo ich eben meine Kryptowährungen direkt ausgeben kann und wo ich auch verkaufen könnte, um eben die Adaption voranzubringen. Wenn ich jetzt privat irgendwas verkaufen will, was man jetzt über eBay macht oder über andere Kleinanzeigen, kann man natürlich auch Kryptowährungen als Zahlungsoption angeben. Aber das wäre halt dann eine Art Marktplatz, wo man das auch konkret machen kann. Das war immer so meine Fragestellung oder mein Wunsch, nachdem ich eben gesucht habe, und Ubicoin würde dieses Problem in Zukunft wirklich lösen mit einem dezentralen Marktplatz. Die Dezentralität spielt in dem Sinn jetzt nicht so eine große Rolle, aber das Konzept an sich gefällt mir wirklich gut und auch in Verbindung mit der immer weiter vorantreibenden Sparte des Online-Shoppings, dass wirklich das normale Einkaufen, was wir jetzt kennen, meiner Meinung nach in Zukunft komplett ausradieren wird, weil die meisten auch bei uns in 2, 3, 4, 5 Jahren, glaube ich, gar nicht mehr außer Haus gehen werden, um einzukaufen, lediglich vielleicht noch in Einkaufszentren, um einfach den sozialen Welt dieser Tätigkeit zu erhalten, zum Beispiel bei schlechtem Wetter einfach ins Einkaufszentrum gehen, in den Geschäfte schauen. Aber konkret ist das für mich eine Branche, die sehr interessant ist, Online-Marktplätze, und auch im Außer-Krypto-Bereich bin ich auch immer interessiert in Startups Richtung Online-Marktplätzen, wobei man auch sagen muss, dass da der Zug jetzt mittlerweile auch schon sehr abgefahren ist, da Amazon immer weiter in eine Monopolstellung fährt. Das war jetzt generell mal so die Einleitung zu dem Video und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze detaillierter an im White Paper. Ihr könnt euch das White Paper natürlich dann auch noch selber durchlesen, weil ich wirklich eben nur auf die wichtigeren Punkte eingehe für euch in diesem Video. Und ja, wo fangen wir konkret an? Ubicoin ist, wie gesagt, ein globaler, mobiler Marktplatz, um Güter zu verkaufen und verkaufen und natürlich eben zur Gegenleistung Kryptowährungen zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt auf einer Seite Verkäufer von Gütern, die eben direkt Kryptowährungen haben wollen und nicht eben über eBay zum Beispiel erst in PayPal Fiat zu bekommen und das Fiat aufs Bankkonto zu überweisen, dann auf Coinbase zu gehen und dann Bitcoin zu kaufen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Käufer, die eben gewollt sind, wie ich zum Beispiel, konkret ein Produkt mit Kryptowährungen zu kaufen, ohne es vorher zu transferieren. Das ist ganz ein simpler Marktplatz und das ist auch die Grundüberlegung hinter Ubicoin. Was natürlich bei dezentralen Marktplätzen oder generell dezentralen Applikationen immer eine Rolle spielt, sind Smart Contracts und die sind natürlich auch bei diesem Projekt implementiert und das ist natürlich auch so der Dreh- und Angelpunkt von sicheren Geschäften online, eben diese Option eines Smart Contract, wo man dann wirklich die Sicherheit hat, wie ihr sie vielleicht auch bei PayPal kennt, mit diesem Käuferschutz, und man wirklich anhand des Smart Contracts, anhand des Algorithmus, bereits vor der Transaktion oder während der Transaktion und vor allem nach der Transaktion genau festlegen kann, wie die Transaktion auszusehen hat. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt dieses ganzen Konzeptes, denn gerade wenn ein Markt ziemlich neu ist oder ein Marktplatz, dann muss natürlich die Sicherheitsleistung an erster Stelle stehen, um eben neue Kunden anzulocken. Was mir an Ubicoin konkret noch mehr gefällt eigentlich, oder was mir am meisten gefällt, ist einfach, dass wirklich
etwas Solides dahinter steckt vom Team her und auch vom Unternehmen her, was dahinter steckt. Denn wir haben hier nicht ein Standard-Krypto-Projekt oder ein ICO-Projekt, weil aufgrund einer Statistik sind 9%, also der ICO-Herausgeber, komplett neu im Business. Also die haben mit ihrem ICO das erste Unternehmen gegründet und sind dann auf den Token gegangen. Das haben wir hier bei Ubcoin nicht. Wir haben hier ein bestehendes Unternehmen dahinter. Wir haben die Ubank dahinter, also das Unternehmen heißt Ubank und ist eine App, die eben auch den Bankenaustausch und Bankentransaktionen trackt über verschiedene Anbieter und diese App hat bereits 16 Millionen Downloads. Das heißt, dieses Team arbeitet konkret seit 2009 miteinander und hat auch eine funktionierende Unternehmensstruktur. Und das ist für mich immer ganz extrem essentiell, weil wenn ihr vielleicht mitbekommen habt, oder wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben extrem viele Kryptowährungen Probleme mit einer wirklichen Unternehmensstruktur. Die haben vielleicht die richtigen Devs, aber die haben nicht die Möglichkeit, irgendwie eine gute Marketingabteilung zu haben oder ein gutes Controlling von mir aus. Ich weiß nicht, wie das intern läuft. Controlling kann ich jetzt als externer Adressat sozusagen nicht bestimmen, aber Marketing ist ein ganz großes Thema, was bei meisten schief läuft, sogar bei Ethereum. Also falls ihr das noch wisst, wo das im Anfang des Jahres war mit dieser SEC-Einladung von Ethereum, was alles nur ein Hoax war, da hat es Ethereum nicht einmal geschafft, irgendwie auf Twitter eine Meldung rauszuhauen, dass es nichts gibt, dass es da keinen SEC-Hearing gibt. Also Unternehmensstrukturen sind im Kryptobereich wirklich sehr amateurhaft gestaltet und das haben wir hier eben schon ausgemerzt, da wir hier ein funktionierendes Unternehmen bereits dahinter haben. Was wir ja jetzt hier noch dahinter haben, hinter dieser UbiBank, wir haben auch andere Produkte, nämlich uTalk, was auch eine App ist und die sind besonders im osteuropäischen bis zentralasiatischen Raum bekannt. Also falls euch das nicht sagt, ist wahrscheinlich kein Wunder, da eben die Target Group eher nicht in unserem, ja, Kreis liegt. Was gibt es zu sagen zu den Partnern, was ich auch ziemlich interessant finde? Wir haben bei Ubcoin einen großen Partner, den jeder von euch kennt, nämlich Samsung. Bei den Partnern bei Kryptowährungsprojekten ist bei mir immer so die Sache, ich lese immer viel von Partnern und ich frage mich immer, inwiefern ist diese Partnerschaft wirklich real und wirklich auch tätig im echten Leben oder einfach nur auf der Webseite vorhanden. Und bei Ubcoin ist es wirklich der Fall, dass in 9 ausgewählten Ländern im osteuropäischen Bereich und im asiatischen Bereich die App bereits auf den Samsung-Phones pre-installiert ist. Das heißt, die ist bereits vorinstalliert, wenn man ein Samsung-Handy gekauft hat. Es gibt dazu auch ein Video, wo eben in die Samsung-Stores gegangen wird, ein Handy gekauft wird und man eben sieht, dass die Apps bereits drauf sind. Das heißt, die haben da eine sehr starke Partnerschaft mit Samsung und auch einige Advisors und eben auch Team-Members, die konkret in Verbindung mit Samsung stehen. Das gefällt mir hier sehr gut, weil man sieht oft bei anderen Krypto-Projekten, dass man bei den Partnern wirklich 20, 30 Unternehmen stehen hat und wirklich nicht eine Partnerschaft konkret irgendwie nützlich genutzt wird oder eben vorhanden ist. Und hier haben wir wirklich diesen Fokus auf diese große Partnerschaft, die auch tatsächlich vorhanden ist. Wir haben auch jetzt vor kurzem noch ein Investment gehabt von einem Fund, der in Singapur ist. Der hat jetzt auch in die Expansion für den asiatischen Markt von Ubcoin investiert. Das ist die Ameris Group. Das ist ein Fund, der eben auch so ein Venture Capitalist ist und in neue Unternehmen oder in recht junge Unternehmen investiert. Das sind jetzt mal so die Kernfakten, die ihr eben wissen müsst. Und auch bereits, nur damit ihr das auch mal so den Standpunkt erwischt, die App, die sie bereits vor 5 Jahren gemacht hat, die hat damals schon 8 Millionen eingenommen, ohne überhaupt im Kryptobereich aktiv zu sein. Das war ziemlich groß damals im Fintech-Bereich und eine eben der größten Startup-Investitionen, die es damals zu der Zeit gab im Bereich von UbiBank. Generell haben wir noch 2 Sachen, die wir hier abarbeiten, damit ihr das auch seht. Das ist für mich immer ja auch ein wichtiger Indikator, um zu sehen, ja, wie sind die Leute? Gibt es die Leute in echt auch oder arbeiten die nur von ihren Untergrundbüro sozusagen aus, wie ich bei manchen ICOs auf dem Verdacht habe. Ubcoin war bereits auf mehreren Messen anwesend. Wir haben hier wirklich Leute, die konkret mit Namen, Kontakt und auch im Internet bekannt sind, die hier selber
anwesend waren bei diesen Messen und auch bei diesen Meetups. Wir haben dieses Meetup gehabt, wo wirklich auch wieder sieht vom Standaufbau her ziemlich professionell alles gestaltet. Das sind wirklich so kleine Sachen, wo ich ein sehr großes Augenmerk drauf habe, um dann zu entscheiden, ob ich dann einen ICO für sinnvoll erhalte oder eben nicht. Und hier habe ich wirklich ein relativ stabiles Gefühl. Man muss natürlich auch sagen, ich will nicht alles ganz schön reden. Es ist natürlich im Generellen gesagt ein starker Wettbewerb, auch wenn wir im Bereich Kryptowährungen sind. Man hat natürlich starke Bewerber mit Amazon und eBay, wenn die natürlich keine Kryptowährungen anbieten. Aber der Erfolg von Ubicoin hängt einfach mit dem Erfolg von Kryptowährungen zusammen und wie sehr die Plattform genutzt wird. Das heißt, ihr müsst euch auch im Klaren sein, wenn ihr jetzt nicht wirklich dran glaubt, dass Leute in Zukunft gerne mit Kryptowährungen auf einem Marktplatz handeln werden und einfach lieber den komfortablen Weg wählen, um auf Amazon zu kaufen oder auf eBay zu kaufen, was natürlich sicherlich für einige die einfache Variante ist oder auch die Variante, wo man eine größere Produktvielfalt hat, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass das ein Kritikpunkt ist, den man hier auch ansprechen muss, da ich ja wirklich nicht nur die guten Seiten erwähnen will, aber im Großen und Ganzen finde ich den Aufbau ziemlich solide, ich finde das Team solide, ich habe mir das genau angeschaut, die Firma, die dahinter steht, ist solide, wir haben bereits 3 funktionierende Produkte, es wurde bereits in Vergangenheit vor der Blockchain ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und dementsprechend finde ich das Projekt wirklich sehr solide und einer der wenigen ICOs, die ich jetzt mal anständig fand, als ich ihn reviewed habe. Ich würde dem Ganzen auf einer Skala von 1 bis 10 circa 7 Punkte geben für das ganze Konzept und auch für die Struktur dahinter. Und muss natürlich auch sagen, die Kritikpunkte sind natürlich auf der Seite für den eigenen ROI, dass wir generell in einer sehr schwierigen Zeit noch sind, was Investieren betrifft generell. Und dass natürlich auch das Ganze an der Krypto-Adaption hängt und jetzt nicht irgendwie unabhängig läuft, dass man sagen könnte, okay, wenn jetzt Ethereum fällt, wenn jetzt Bitcoin fällt, dann kann dieses Projekt immer noch ja durch die Decke gehen. Das glaube ich nicht. Also es ist natürlich drauf basiert, dass alle Kryptowährungen global mehr verwendet werden und dass der Hype natürlich noch mehr steigt, dann sehe ich hier in Ubicoin langfristig ein solides Projekt und langfristig eine gute Anlage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir gerne kommentieren, gerne ein Like da lassen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.